So, letztes Beispiel zum exponentiellen Wachstum. Auch das ein bisschen ungewöhnlicher von der Formulierung her. Wir haben wieder Bakterienwachstum in irgendeiner Nährflüssigkeit in einer Petrischale, wo wir unter idealen Bedingungen tatsächlich exponentielle Vermehrung beobachten können, zumindest eine Zeit lang. Und jetzt wissen wir, 30 Minuten nachdem das in die Nährlösung gebracht wurde, sind es 400 Bakterien. Und nochmal 60 Minuten danach 3200. Jetzt könnten wir sagen, okay, zum Zeitpunkt 0 kennen wir den Anfangsbestand nicht, aber wir wissen, nach 30 Minuten sind es 400. Es geht aber tatsächlich einfacher, indem man sagt, okay, es ist ja nirgendwo der Anfangsbestand gefragt. Ich will nur wissen, wie groß ist die Verdopplungszeit und wie viele Bakterien liegen 4 Stunden nach Beginn des Experiments vor. Also sage ich einfach, mein neuer Zeitnullpunkt ist 30 Minuten nach Beginn des Experiments, verbietet mir keiner. Ja, dann sage ich, das hier ist mein neues B0. Also das eigentliche B0 vergesse ich und das ist jetzt mein B0. Dann muss man nur aufpassen, diese 4 Stunden nach Beginn des Experiments bedeuten dann in meiner Zeitrechnung 3,5 Stunden, weil ich fange ja 0,5 Stunden nach Experiment erst mit meiner 0 an. T gleich 0 entspricht 30 Minuten nach Experimentierbeginn. Das vereinfacht die Aufgabe tatsächlich. Ebenfalls hier 60 Minuten danach, also hier 60 Minuten darauf, heißt 60 Minuten nach T gleich 0. Das wären in echt also 1,5 Stunden nach Experimentierbeginn. Aber das interessiert jetzt ja nicht. Ich weiß einfach, B von 60 ist 3200. Deswegen stand es hier als Tipp in der Klammer mit dabei. Wenn man den Nullpunkt geeignet wählt, spart man sich ein bisschen Arbeit. Okay, und jetzt spare ich mir noch ein bisschen mehr Arbeit, indem ich sage, mein Wachstumsgesetz B von T ist gleich B0 mal A hoch T. T messe ich in Stunden, dann sind 60 Minuten gerade eine Stunde. Dann habe ich noch ein bisschen weniger zu schreiben. Also das ist das Wachstumsgesetz. Jetzt müssen wir natürlich den Wachstumsfaktor klein a rausfinden. Und das geht aber ganz leicht, weil ich weiß ja, nach einer Stunde habe ich laut Wachstumsgesetz B0 mal A hoch 1 Bakterien vorliegen und das sind 3200. Und damit kriege ich A hoch 1 gleich A, 3200 geteilt durch B0. B0 waren aber hier diese 400 Bakterien und dann kriege ich als Wachstumsfaktor 8. Also 700%iger Zuwachs pro Stunde. 1 plus 700%, also 1 plus 7 ist 8. Sehr schnelles Wachstum. So, dann für die Verdopplungszeit nehme ich unsere Standardformel Logarithmus von 2 zur Basis a. A ist aber 8, also steht hier der Logarithmus von 2 zur Basis 8. Wenn ich Logarithmen verstanden habe, sehe ich sofort, das ist ein Drittel. Wenn nicht, nehme ich eben den Taschenrechner und freue mich, dass da 0,33 und so weiter rauskommt. Und das kann ich natürlich noch schreiben als 20 Minuten. Eine Drittelstunde ist gleich 20 Minuten. Einheiten in Klammern, weil wir haben hier keine Einheiten hingeschrieben. Damit wäre es ein Einheitenfehler, wenn ich da einfach die Einheit so dahinter schreibe. Das sieht jetzt tatsächlich auch nicht so schön aus mit den Klammern. Also vielleicht nur ein Drittel schreiben, Stunden in Klammern und dann im Antwortsatz. Die Verdopplungszeit beträgt 20 Minuten. Also alle 20 Minuten verdoppelt sich die Bakterienanzahl. Okay, und dann war gefragt, wie viele Bakterien werden 4 Stunden nach Experimentierbeginn vorhanden sein. Da muss man jetzt eben beachten, das sind in unserer Zeitskala T gleich 3,5. Also diese halbe Stunde Verschiebung, sonst wird es falsch. Und dann muss ich einfach nur einsetzen. 400 mal 8 hoch 3,5, Taschenrechner nehmen. Hier bitte großzügig runden. Ja, da kommt es jetzt nicht auf jedes letzte Bakterium an, also 579.000 genügt. Auf gar keinen Fall natürlich eine Kommazahl hinschreiben, da hättet ihr gar nichts verstanden. Gibt keine 0,3 Bakterien in dieser Nährlösung. Also wäre die Antwort ungefähr 579.000. So, es ist zwar nicht gefragt, aber wenn einen jetzt doch interessieren würde, wie viele Bakterien waren es denn zu Experimentierbeginn?
dann müsst ihr bedenken, hier unsere Zeit läuft ja eigentlich ab t gleich 0,5, wo wir t gleich 0 gesetzt haben, also eine halbe Stunde nach Experimentierbeginn. Das heißt, wenn wir in unser Wachstumsgesetz t gleich minus 0,5 Stunden einsetzen, sind wir beim eigentlichen Nullpunkt, also beim eigentlichen Experimentierbeginn. Dann kriege ich 400 mal 8 hoch minus 0,5. Das wären dann ungefähr 141 Bakterien gewesen. Ob das jetzt so ein arg realistischer Wert ist, kann ich euch nicht sagen. Vielleicht müssen es auch 141.000 oder Millionen sein, dass da überhaupt was passiert. Das könnte jetzt sein, dass hier die Zahlen nicht so ganz gut passen, biologisch gesehen, aber mathematisch war das eine interessante Aufgabe, weil sie euch eben zeigen sollte, man darf den Nullpunkt wählen, wie es gerade geschickt ist. Wenn man das hier macht, spart man sich ein bisschen was an Arbeit. Und man darf auch negative Zeiten einsetzen. Wenn man eben einen Nullpunkt gewählt hat nach Experimentierbeginn, ist auch eine negative Zeit sinnvoll und liefert in diesem Fall den Anfangsbestand.